Es gibt immer wieder Diskussionen unter den Muslimen, die wir auch im Internet vorfinden, ob das Rauchen nun haram ist oder ob es makruh ist oder ob es nicht vielleicht sogar halal ist. Es gibt lange Diskussionen auf Facebook. Ja. Immer wieder kommen dann Leute, die sagen, wie behauptet ihr oder wie könnt ihr behaupten, dass das Rauchen haram sei? Es gibt doch gar keinen Beleg dafür. Wie könnt ihr sozusagen etwas als haram bezeichnen, was weder Allah noch der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als haram bezeichnet haben? Und es gibt auch Fatawa, dass es nur makruh sei zu rauchen. Sogar einige Fatawa, die sagen, dass es mubah sei, das heißt erlaubt sei zu rauchen. Ja, wie könnt ihr sagen, dass das Rauchen haram sei? Meine lieben Geschwister im Islam, es gibt heutzutage meines Wissens keine Fatwa, die von renommierten und anerkannten Gelehrten erteilt wird, welche das Rauchen noch als makruh bezeichnet. Doch meines Wissens, ja, sind sich alle Gelehrten der heutigen Zeit, die berechtigt sind, eine Fatwa zu erteilen, meines Wissens, ja, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber meines Wissens sind sich alle Fatwa alle Gelehrten, welche berechtigt sind, eine Fatwa zu erteilen, und auch alle Fiqh-Gremien, Fatwa-Gremien, die eine Fatwa erteilen, darüber einig, dass das Rauchen nicht nur makruh ist, sondern eindeutig haram ist. Und worauf schützen sie sich dabei? Was ist der Grund dafür? Ich meine, sie denken sich das ja nicht aus. Sie wollen ja nicht einfach irgendetwas verbieten, nur um es zu verbieten. Zumal es ja viele, auch Muslime gibt, die heutzutage immer noch rauchen. Der Grund ist, dass die Belege diesbezüglich relativ eindeutig sind. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat klar und deutlich im Koran verboten, dass man sich in irgendeiner Weise selbst ins Unglück stürzt oder sich selbst Schaden zufügt. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Und begebt euch nicht selbst sozusagen, werft euch nicht selbst ins Verderben, auch wenn dieser Vers in Bezug auf ein anderes Ereignis offenbart wurde. Aber allgemein gibt es diese Regel, dass ich mir nicht selbst Schaden zufügen darf. Und diese Regel hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam klar und deutlich ausformuliert, indem er nämlich sagte, لا ضرر ولا ضرار. Weder sollst du sozusagen dir selbst Schaden zufügen, noch sollst du irgendeinem anderen Menschen Schaden zufügen. Und ich glaube, dass heutzutage es keinen Menschen gibt, der behauptet, ernsthaft behauptet, dass Rauchen nicht wirklich den Menschen schadet. Ich meine, auf jeder Zigarettenschachtel, ja, müssen wir uns jedes Mal als Nichtraucher dann diese ekligen Bilder, wenn wir dann im Supermarkt stehen, müssen wir uns dann immer anschauen. Und das sind wirklich eklige Bilder. Aber teilweise wird einem wirklich übel, wenn man da irgendwelche Männer sieht, ja, oder Frauen, die ein Loch im Hals haben, ja, irgendwelche, keine Ahnung, abgestorbenen Zehen, also eklige Bilder, ja. Wirklich eklige Bilder. Man muss sich das jedes Mal antun, wenn man im Supermarkt dann einfach gerade was Leckeres zu essen kauft, dann muss man sich diese komischen Bilder anschauen. Ja? Und nicht nur das, man muss auch nochmal extra warten, bis die sozusagen das aufgeht, wenn jemand Zigaretten bestellt, dann auch noch das, ja? Man verliert Zeit. Ja? Also ich glaube, es ist eindeutig, ja, dass es der Gesundheit klar und deutlich schadet. Das ist der erste Grund. Ja? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist gekommen, wie es Allah ta'ala in Surat al-A'raf, Vers Nummer 157 gesagt hat, um das Gute zu erlauben und das Schlechte zu verbieten. Und ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass das Rauchen und die Zigaretten, der Tabak, der konsumiert wird, eindeutig etwas Schlechtes sind. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns immer wieder auch davon abgehalten, dass wir in irgendeiner Weise etwas zu uns nehmen, was uns abhängig macht in einer gewissen Weise. Wo wir sozusagen von abhängig werden, sodass wir davon nicht mehr ablassen können. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat darüber hinaus auch noch immer wieder davor gewarnt, und das auch der Koran, klar und deutlich, dass wir in irgendeiner Weise verschwenderisch umgehen mit unserem Vermögen. Und ich glaube, dass es kaum eine größere Verschwendung gibt, als sein Geld auszugeben für eine Zigarettenschachtel, die mittlerweile, weiß ich nicht, wie viel kostet, ja, aber ich glaube, weit über 5 Euro, ich habe keine Ahnung, was jetzt momentan eine Zigarettenschachtel kostet, ja, dass ich dafür sozusagen mein Geld ausgebe, ja, und dann vielleicht jeden Tag eine Schachtel rauche und im Monat dann weit über 150 oder vielleicht sogar 200 Euro ausgebe, nur damit ich meine Gesundheit schade und davon mich abhängig mache. Und dann kommt natürlich noch ein ganz anderer wichtiger Aspekt hinzu. Ich schade ja nicht nur mir selbst, sondern
Ich schade ja auch noch anderen Menschen. Das Passivrauchen ist ebenfalls schädlich. Und immer wieder, wenn man irgendwie an der Bushaltestelle steht, ja, was passiert dann? Gerade wenn es regnet, dann will man sich darunter stellen und dann sitzen dann einige und rauchen. Dann kannst du dich nicht darunter stellen, ja, weil du diese Gifte einatmen musst. Ja. Kinder, die in Familien aufwachsen, ja, wo geraucht wird, ja, sie leiden ebenfalls darunter. Ja. Und nicht nur das, der Schaden, der sich auch auswirkt auf die Volkswirtschaft. Ja, wenn wir uns die Versicherung anschauen, wie viele Millionen von Euro werden ausgegeben für die Krankheiten, die hervorgerufen werden, durch wen? Durch Raucher. Und wer bezahlt das? Auch die Nichtraucher. Also wir sehen von allen Seiten, es gibt, egal wie man es betrachtet, es gibt beim Rauchen nichts Positives. Überhaupt nichts Positives. Und dementsprechend sind die Gelehrten eindeutig, und kannst du die Fatwa durchlesen, ja, überall, ja, eindeutig zu dem Entschluss gekommen, das Rauchen ist etwas, was haram ist. Jetzt sagen einige, wie bitte? Willst du etwa das Rauchen auf die gleiche Stufe stellen wie den Alkoholkonsum? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Und hier genau verstehen einige Leute nicht, dass es auch bei dem Tahrim, also wenn etwas verboten ist, unterschiedliche Stufen gibt. Wenn ich einer Frau hinterher schaue, ist das erlaubt oder ist das verboten? Also mit Lust sozusagen. Ist das erlaubt oder ist das verboten? Ist verboten. Ist Sinne erlaubt oder verboten? Verboten. Kann ich das Hinterherschauen einer Frau auf die gleiche Stufe stellen wie jemand, der Zina begeht? Natürlich nicht. Das ist Haram und das ist Haram. Aber zwischen diesen beiden Verboten gibt es einen Unterschied zwischen dem Himmel und der Erde. Und dementsprechend, keiner hat behauptet, dass das Rauchen die gleiche Stufe des sozusagen Verbotenseins einnimmt, wie beispielsweise, dass ich Alkohol trinke. Was aber nicht bedeutet, dass Rauchen deswegen erlaubt ist oder nur makruh ist. Es ist verboten. Und was heißt es, dass es verboten ist? Es bedeutet, dass Allah Ta'ala am jüngsten Tag dich zur Rechenschaft ziehen wird. Und dass du dafür zur Rechenschaft gezogen wirst, warum du deinem Körper Schaden zugefügt hast. Und nicht nur deinem Körper, sondern deinem Portemonnaie auch. Und nicht nur deinem Portemonnaie, sondern auch noch anderen Menschen Schaden zugefügt hast. Und das muss uns bewusst sein, dass das bedeutet, dass das Rauchen haram ist. Und ich verstehe einfach nicht die Leute, die immer noch versuchen, das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen und sagen, ja, das steht doch nirgendwo. Nur weil es im Koran nicht steht, heißt es doch nicht, dass es nicht verboten sein muss. Wisst ihr, wie viele Dinge es gibt, die verboten sind und die nicht im Koran und der Sunna stehen? Meine Frage an euch. Steht irgendwo im Koran oder in der Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass wir kein Gift schlucken dürfen? Ich nehme nur so viel Gift, dass es gerade sozusagen meinem Körper schadet, aber mich nicht tötet. Ist es erlaubt? Meine Frage an euch, ist es erlaubt? Nehmt immer einen Hadith oder einen Koranvers, wo es steht, ihr dürft kein Gift schlucken. Ich kenne keinen. Vielleicht kennt ihr einen. Ja? Gut. Steht irgendwo im Koran oder in der Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass wir kein Kot essen dürfen? Das ist ein bisschen eklig, ja, aber ich frage mal, steht das irgendwo? Dürfen wir Kot essen? Dürfen wir nicht. Eklig, ja? Was ist das denn? Wo steht das denn im Koran und in der Sunna, dass wir kein Kot essen dürfen? Aber die Gelehrten sind sich einig darüber, dass es haram, Kot zu essen. Ja? Gut. Wo steht im Koran und in der Sunna, dass ich beispielsweise keine 500-Euro-Scheine einfach so verbrennen darf, weil ich sie nicht brauche? Aber das darf ich nicht tun. Warum? Weil es eine Form von Israf ist. Ja? Weil andere Menschen können das Objekt brauchen. Oder sehen wir nicht, alles, ja, muss direkt im Koran und der Sunna stehen. Sondern es gibt allgemeine Regeln, welche wir aus dem Koran und der Sunna entnommen haben. Und die deuten darauf hin, dass die Dinge verboten sind. Wenn wir nur einen dieser Aspekte nehmen würden, wäre das Rauchen schon verboten. Wie ist es erst, wenn all diese Aspekte zusammenkommen? Und jetzt noch abschließend, inshallah ta'ala, was dieses Thema betrifft. Manche sagen, ja, dann müssten wir ja auch Zucker verbieten. Warum? Weil Zucker ist ja ebenfalls. Aber Zucker gehört zu den Tayyibat, zu den grundsätzlich guten Dingen. Wenn ich sie in Maßen zu mir nehme, dann schaden sie mir nicht. In Maßen. Und es ist ein grundsätzlich etwas Gutes, ein Lebensmittel, was ich zu mir nehmen kann. Ja? Aber Rauchen ist grundsätzlich, wenn du jemanden fragst, ein kleines Kind, dieser Rauch, diese Zigarette, ist sie was Gutes oder was Schlechtes? Was wird das Kind sagen? Was Schlechtes, ist doch eindeutig. Und dementsprechend, es ist sozusagen, gehört zu den eindeutig zu den Khaba'is, zu den schlechten Dingen. Und dementsprechend, wann auch die ganzen anderen Dinge hinzukommen, gibt es keinen Zweifel daran unter den Gelehrten heutzutage, dass das Rauchen verboten ist. Manche sagen, aber es gibt doch noch die Fatwa. Ja, von wann waren denn diese Fatwa gewesen? Das sind alte Fatwa, alte Rechtsprechungen von Gelehrten, die sich noch nicht über das Ausmaß
der Gesundheitsschäden und der anderen Schäden, über die wir gesprochen haben, im Klaren gewesen waren, wo die Studien noch nicht so weit gewesen waren, um zu zeigen, wie schädlich das Rauchen wirklich für die Menschen ist. Und dementsprechend ja, gab es die Gelehrte, die damals gesagt haben, es ist lediglich Makruh oder vielleicht sogar Mubach. Warum? Weil sie nicht wussten, was das Rauchen für Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Aber heutzutage, nach all diesen Studien und wo das die gesamte Welt weiß, dass Rauchen den Menschen schadet und keinen Nutzen hat, überhaupt keinen Nutzen hat, ja, besteht kein Zweifel darin, ja, dass das Rauchen, wallahu ta'ala, ala wa alam, wie es die Gelehrten haben, das ist nicht meine Fatwa, das sind die Fatwa der Gelehrten, etwas ist, was verboten ist. Allah weiß es am besten.